Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sallyface und Stimmbruch. Anscheinend am Anfang der Folge, wir haben den magischen Schlüssel zum gruseligen Badezimmer in 504. Und das wollen wir uns doch jetzt mal angucken, denn da drin, hier sind ja auch Hände drauf, hat der kleine Chuck mit seinem Schokoriegel uns gesagt, dass er ein Mädchen war oder sowas? Ist da jemand? Alles in Ordnung? Ich tue dir nichts, ich bin dein Freund. Wer bist du? Ja klar, ich heiße Sallyface. Du hast einen komischen Namen. Hast du keine Angst vor mir, Sallyface? Nein, natürlich nicht. Okay, super. Wieso hast du zwei Rossschwänze? Das tragen doch nur Mädchen. Nennt man das Rossschwänze? Das sind doch Pferdeschwänze. Hat das ein Österreicher oder Schweizer gemacht? Wer sagt nur, dass Mädchen Rossschwänze tragen können? Ich mag auch Pferde. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Du bist lustig, Kleiner. Wieso hast du vorher geweint? Jeder läuft nur weg, wenn ich mit ihm sprechen will. Ich bin hier oben richtig einsam. Das verstehe ich. Ich bin auch oft einsam. Es muss schlimm sein, immer allein zu sein. Naja, ich bin nicht ganz allein. Da sind... Hallo, kleines Mädchen? Bist du noch da? Oh. Okay. Badaufbau grundsätzlich wie bei uns, bloß hier ist viel, viel, viel mehr Platz dazwischen drin. Ist das hier unten? Wartet mal, ich muss mich mal zu meinem Bildschirm lehnen. Kann ich nicht lesen, was hier drauf steht. Mit einem Pömpel halt wieder. Auf dem Spiegel steht auch nichts, sind auch nur Striche. Bloß, dass wir nichts übersehen, falls wir wieder irgendwie was Codiges haben oder so. Okay, Chuck ist da. Chuck, was machst du hier oben? Das frage ich mich auch. Ich dachte, du hast Angst vor diesem Raum. Hab ich, aber du warst so lange weg, da musste ich mal nachsehen kommen, nicht wahr? Nachsehen, dass die Geister dich nicht erwischt haben. Danke, Alter, mir geht's gut. Mich hat nichts erwischt. Ja, gut. Vielleicht solltest du den Schlüssel lieber behalten. Ich komme hier sowieso nicht gern rauf. Dir scheint es eher zu gefallen. Okay, dann behalte ich ihn. Aber du kannst ihn dir immer ausborgen, wenn du willst. Okay, abgemacht. Ich mag diesen Ort wirklich nicht. Ich mag ihn immer noch nicht. Mich voll verschluckt beim Chuck nachmachen. So sieht's aber weg, ne? Oh, das ist ein anstrengendes Let's Play für die Stimme, liebe Leute. Ja, ich würde sagen, er mag es immer noch nicht. Wir gehen mal wieder. Ist er jetzt immer noch drin, wenn ich gucke? Nee, er ist weg. Okay. Was? Hier waren gerade so höhere Töne. Aber ich glaube, das gehört nur zur Atmosphäre dazu. Ja. Sallyface. Larryface. Okay. Ich habe gedacht, ich kann ihm erzählen, was wir hier erlebt haben. Muss ich dafür runtergehen? Oder... Wir gehen mal runter. Gucken, ob sich hier irgendwas außerdem verändert hat. Sieht nicht so aus. War der Kreis erst schon dann? Weiß ich nicht. Okay, der hat doch nichts für uns zu sagen. In Lisas Raum komme ich immer noch nicht rein. Oder schöne Bilder irgendwie, ne? Ich suche jetzt quasi
Wo ich eventuell eine nächste Erscheinung oder sowas habe. Hier war ja letztens eine. Aber hier ist keine. Na gut. Gehen wir einfach mal die Stockwerke durch, oder? Was anderes bleibt uns jetzt ja nicht wirklich übrig. Okay, die ist immer noch genauso gesprächig. Da ist weiterhin niemand zu Hause. Kann ich denn... Nee. Nichts Neues. Auch niemand da. Oha, hier konnte ich erst nicht hin, oder? Hier stand der Detektiv, oder? Glaube ich. Hier sind die ganzen Apartment-Dinger. Missing Sandwich. Okay. Oh, ich kann ganz raus. Das ist ja fett. Hier geht's bloß wieder zum Haus, ne? Ja. Gute Arbeit, Sir. Jetzt kannst du ruhig schlafen. Oh, shit. Ich bin unschuldig, ich schwöre. Ich dachte, du wärst mein Freund. Oh je. Tut mir ein bisschen leid. Aber wenn er schwört... Boah, das wäre ein krasser Plot-Twist dann am Ende. Wenn, entweder die Geister... Na gut, die Geister werden jetzt nicht so ein Plot-Twist, aber wenn Larry derjenige war, der mordet und es jetzt quasi ihm in die Schuhe geschoben hat, wisst ihr? Bringing smiles to the dead. Gerichtsmediziner. Niemand war da, also habe ich durch das Heckfenster in den Van geschaut. Ew. Es muss ein grässlicher Anblick gewesen sein, besonders für ein so junges Kind, wie sie es waren. 15 Jahre jung und sie mussten schon Zeuge zweier Gräueltaten sein. Das muss sie sehr traumatisiert haben. Sicherlich, denke schon. Erst Jahre später kam Charlies Unschuld durch neue Beweise ans Licht. Nach zahlreichen Jahren, die er hinter Gitter verbringen musste, wie fühlen Sie sich, wenn Sie das hören? Also war es echt nicht. Ich bin nicht von seiner Unschuld überzeugt. Ja, das sagten Sie bereits. Und Larry? Was soll mit Larry sein? Wie ich bereits sagte, der Typ war mein bester Freund bis zum Ende meiner Highschool-Zeit. Und nach Ihrer Highschool-Zeit? Das hatten wir bereits. Nach meinem Abschluss haben wir uns aus den Augen verloren. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Es scheint, sie aus der Fassung zu bringen, wenn ich von ihm spreche. Ich weiß nicht, was es bringen soll, immer dieselben Fragen durchzukauen. Ich dachte, sie sollten mir helfen. Ich verstehe Ihre Frustration, Sir. Wirklich, ich möchte Ihnen gerne helfen, aber Sie scheinen etwas zu verheimlichen. Ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie ehrlich zu mir sind. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Unglücklicherweise ist unsere Zeit für heute auch schon vorüber. Warten Sie. Ich... Es geht um Larry. Es tut mir leid, Sir. Sie wissen, dass ich den Zeitplan genauestens einzuhalten habe. Bitte kommen Sie in unserer nächsten Einheit auf Ihren Gedanken zurück. Nächste Woche ist unser letzter Termin für Ihre Hauptverhandlung. Eure Hauptverhandlung? Daher hoffe ich, dass Sie von... Das, was? Dass Sie sich von mir helfen lassen. Hauptverhandlung? Ist das... Haben wir irgendein Verbrechen oder so begangen und er soll jetzt unsere Zurechnungsfähigkeit oder sowas? Keine Ahnung. Ich denke nicht, dass Sie ein Mörder sind, Sir. Ach, tatsächlich. Da sind Sie wohl der Einzige. Orange is the New Black. Eine sehr, sehr geile Serie übrigens. Hat mir unglaublich gefallen. Sal? Sally, wo bist du? Okay. Einmal so ein anderer Zeichenstil auch, ne? Also es sieht für mich irgendwie anders aus. Auch er als Figur. Seine Ma, oder? Darf nicht zu weit weg, Liebling. Aber ich will den Hund sehen, Mama. Kannst du ihn nicht hören? Warte doch einfach, bis Papa hier ist, okay? Er wird jeden Moment da sein.
Aber ich will ihn unbedingt sehen. Bitte. Bitte darf ich den Hund streicheln gehen. Na gut, Sal. Warte noch einen Augenblick. Ich hole noch meine Handtasche. Dann gehen wir gemeinsam. Juhu, ich warte drüben bei den Bäumen. Volles leckeres Sandwich, was dort liegt. Und ein Apfel. Okay, die Bäume werden immer dichter, glaube ich zumindest. Ja. Wow. Was ist denn jetzt schon interessanter? Oh, meine Hasen. Interessanter Stil hinten mit den Gebäuden, oder? Was ist denn jetzt schon mit unserem Gesicht passiert? Der Hund und die Handtasche von der Mutter. Aber warum sind das nur noch Knochen? Wow. Warum lebt die? Danke nochmal, dass du mir mit der Toilette hilfst. Kein Problem, Miss Henderson. Ich bring das in 0, nichts wieder in Ordnung. Wunderbar. Normalerweise würde sich Herman um so etwas selbst kümmern. Aber leider sind seine Finger wie Bananenschalen. Was passiert denn hier gerade? Und du weißt ja, wie leicht man auf denen ausrutscht. Ich verstehe. Vielen lieben Dank, Larry. Das Badezimmer ist da drüben. Was? Warum nennt sie uns Larry? Und warum? Ich verstehe es gerade noch nicht. Hier ist keine Tür. Hier ist keine Tür zum wieder rauskommen. Und ein unglaublich langes Badezimmer. Na, dann machen wir mal. Wow. Das ist ein Auge. Da geht's hoch. Wow. Hallo? Du da! Bitte! Hilf mir! Was ist los? Das Wasser! Es hat aufgehört. So durstig. Keine Sorge, ich weiß, wie ich das wieder hinkriege. Bitte, beeil dich. Was für ein crazy shit. Okay. Das Wasser hat aufgehört. Hier geht's wahrscheinlich auch nochmal höher. Hier geht's nicht weiter, ne? Okay. Okay, es fehlt also noch was. Ich geh erstmal hier hoch. Nochmal höher. Okay, grün. Das ist dasselbe. Also dieselbe Ebene, zu der wir mit der Leiter kommen. Okay, hier ist bestimmt auch noch eins zum Hebeln, oder? Okay. Ich nehme an, dass eins tiefer jetzt der dritte kommt. Hier. Es hat geklappt. Okay. Hier geht's nur nach oben. Jo. Das ist jetzt eine. Wartet mal, wir gehen nochmal. Oh Gott, Alter. Was ist das für ein Spiel? Scheiße, ist das Auge? Okay, ich hab. Es schwimmt jetzt oben, aber ich komme trotzdem nicht ran. Okay. Dann gehen wir jetzt über die aufgedunsene Leiche des Ponys. Was zur Hölle? Die Toilette.
Okay, jetzt sieht hier alles normal aus. Wir konnten noch gar nicht sehen, wer es war. S. Da ist ein S auf dem... Das Pony fehlt. Irgendwas anders als zuvor? Sie hat unrasierte Beine. Nicht, dass das jetzt noch wichtig wäre. Okay. Wow, da sind Spuren. Ich gehe trotzdem erstmal hier lang. Aber ich glaube nicht. Okay, da ist nichts. Okay. Hey, Sal, komm mal näher. Ich muss dir was zeigen. Oh shit, lass den Reißverschluss zu, bitte. Ich weiß, dass du meinen Pony berührt hast. Ich dachte, wir wären Freunde, Sal. Episode 2, die Elenden. Wow. Alter, hast du immer noch diese Albträume? So schlimm waren sie nicht mehr seit damals, als meine Mutter gestorben ist. Ich sag dir, es liegt an diesem Haus. Irgendwas stimmt damit nicht. Mann, das sagst du jedes Mal, aber ich glaube nicht, dass das Haus verflucht ist. Ich habe hier den Großteil meines Lebens verbracht und noch nie einen Geist gesehen. Aber... Aber was? Wir kennen uns jetzt schon eine Weile. Ich muss dir was zeigen. Komm. Okay. Bereit? Ist eine Cam? Warte auf mich. Ich wollte doch nur gucken, was in der anderen Richtung ist. Wow, wieso hast du mir noch nie davon erzählt? Hier komme ich hin, wenn ich alleine sein möchte. Es ist meine Festung der Einsamkeit. Oh, ein Baumhaus. Schön, cool. Können wir hochgehen? Ja. Das ist so geil. Ich wollte immer ein Baumhaus haben, als ich jünger war. Klar, mein Vater hat es für mich gebaut, bevor er verschwand. Moment, was? Was meinst du mit verschwand? An einem Tag ist er hier und alles ist in Ordnung. Und am nächsten Tag ist er einfach weg. Keine Nachricht, kein nichts. Und alle Sachen waren immer noch da. Seine Klamotten, seine Werkzeuge, seine Geldbörse, sein Führerschein, alles. Und der ist einfach weg. Verdammt, tut mir leid, Larry. Ich weiß, wie schlimm das ist. Haben sich deine Eltern nicht verstanden? Nein, sie haben sich geliebt. Sie haben nie gestritten oder so. Es ist nicht so, wie es scheint. Papa hat uns nicht verlassen. Auch wenn Mama das glauben will, ich weiß, dass er uns niemals einfach so verlassen würde. Er hat uns geliebt. Ich glaub's dir. Was glaubst du, ist passiert? Hör zu. Du weißt, dass ich nicht abergläubisch bin. Aber ich weiß, dass du und Chuck schwört, dass es in den Wohnungen spukt, aber... Naja, ich glaube, dass es etwas anderes ist. Und zwar? Ich habe das nicht vielen Leuten erzählt, aber ich weiß, dass ich dir trauen kann, Sal. Du würdest nicht über mich richten. Niemals. Am Tag, bevor Papa verschwunden ist, habe ich was gemacht, worauf ich nicht unbedingt stolz bin. Wir hatten ein paar Böller zu Hause und meine Eltern haben oft gesagt, dass ich sie nicht nehmen soll, nicht mit ihnen alleine spielen soll, aber die Versuchung war zu groß, Alter. Ich habe ein paar hinterm Haus angezündet und einer flog durch Mrs. Gibsons wahrscheinlich, offenes Fenster, hat ihr Kaninchen getötet. Oh Mann, das ist mies. Ja, ich schaue also zu Mrs. Gibson, ob alles okay ist und sie schreit nur wie eine Irre. Als ob ich noch einen Grund gebraucht hätte, dass mich die alte Hexe hasst. Trotzdem, ich habe mich schrecklich gefühlt, das arme Kaninchen. Jedenfalls, als ich in den Lift nach unten genommen habe, habe ich den Dämon gesehen. Er streckte die Hand nach mir aus und berührte mich. Ein Schauer ist mir über den Rücken gelaufen. Ich war starr vor Schreck, Kumpel. Ich habe gedacht, ich drehe durch. Er war sofort wieder weg, wie die Türen sich geöffnet haben.
Er hat mich verflucht wegen dem, was ich angestellt habe, und er hat mich verflucht. Nachdem ging mein Leben nur noch den Bach runter. Papa ist verschwunden. Mama hat eine Zeit lang nicht mehr geredet. Ich war 2 Wochen im Knast, weil ich unabsichtlich das Kaninchen gekillt habe. Mein Fahrrad wurde gestohlen. Ich habe so oft in der Schule gefehlt, dass ich alles im Sommer nachholen musste. Eine Katastrophe jagt die nächste. Seither sind mir oder um mich herum nur schlechte Dinge passiert. Du glaubst also, dass dieser Fluch deinen Vater mitgenommen hat? Ich weiß, es klingt komisch, aber es ist wahr. Es ist alles meine Schuld. Papa, das Kaninchen, Mrs. Henderson, einfach alles. Moment mal, Kumpel. Selbst wenn du verflucht bist oder so, kannst du dir doch nicht für alles die Schuld geben, was passiert ist. Das ist nicht alles deine Schuld. Wie hat dieser Dämon ausgesehen? Wie nichts, das ich jemals zuvor gesehen habe. Wie ein beweglicher Schatten, schwarz und neblig, in der Gestalt eines Mannes. Und die Augen waren das Schlimmste. Diese tiefroten Augen, die einen durchdringen. Ach du Scheiße. Was? Ich hab ihn auch gesehen. Ich hab deinen Dämon gesehen. Du nimmst mich auf den Arm, was? Ich schwör's, er war im Gebäude. So wie du ihn beschrieben hast. Ich wette, das hängt auch mit den anderen Geistern zusammen. Ich weiß nicht, Alter. Vielleicht können wir diesen Fluch ja beseitigen. Und wie machen wir das? Vielleicht gibt's hier irgendwelche nützlichen Hinweise. Wir können versuchen, mehr über die Geister zu erfahren. Gehen wir der Sache auf den Grund. Klar, warum nicht? Ich hab nichts zu verlieren. Okay. Haben wir noch im Inventar... Wir haben einen Laser mir gegeben, bla bla bla, ja. Wir haben aber einen Gearboy. Eine coole Version des Gameboys irgendwie auch, ne? Mein Gearboy und ein komisches Spiel, das ich im Keller gefunden habe. Okay, und unser Walkie-Talkie, alles klar. Oh, guck mal, wie süß. Das ist komisch. Was ist das? Vor einiger Zeit habe ich diesen seltsamen Gearboy-Steckmodul in der Kiste mit den Fundsachen gefunden. Ich glaube, es weist auf übernatürliche Aktivitäten hin. Das war eins der letzten Bilder, das wir gemacht haben, kurz bevor er verschwunden ist. Ich sollte mich lieber noch etwas umsehen. Nichts Nützliches hier drin? Oh, Nature Life? Magazin über Natur. Larrys Vater ist wohl das genaue Gegenteil von meinem Vater. Die Zeitschriften sind von vor 6 Jahren oder noch länger her. Die helfen mir jetzt aber auch nicht weiter. Was ist denn hier sonst noch so drin? Eine abgewetzte Lederjacke. In der Jackentasche befinden sich noch 2 alte Tickets von einem Konzert. Daher hat Larry vermutlich seinen Musikgeschmack. Was für eine nette Vater-Sohn-Aktivität. Ich glaube, ich habe mir noch nicht einmal ein Konzert mit Papa im Fernsehen angesehen. Geschweige denn, war mit ihm bei einem Live dabei. Eine seltsame kleine Kiste, sie ist verschlossen. Die nehmen wir. Was ist in der Box? Keine Ahnung, Mann. Sie hat meinem Vater gehört, eine Art Puzzle oder sowas. Ich habe sie aber noch nie aufbekommen. Ich glaube, da fehlt ein Teil. Oh ja, stimmt. Das ist mir nie vorher aufgefallen. Was dagegen, wenn ich es mitnehme? Nein, kein Problem. Cool. Okay, sag mal. Sag mir aber, wenn du sie aufbekommst. Natürlich. Ja, ja. Okay, fehlt ein Teil, ein Dreieck oder sowas. Kann ich auch nochmal reingucken? Nichts Nützliches sein. Okay. Dann würde ich sagen, ist das nächste, was wir zu tun haben, wahrscheinlich entweder mit ihm sprechen oder das Teil für die Box suchen. Aber wir sind schon fast bei 24 Minuten, liebe Leute. Deswegen würde ich an der Stelle gerne eine kleine Aufnahmepause machen. Das spielt sich unglaublich schön flüssig hintereinander weg. Das ist so cool, weil es auch so mega spannend ist und immer passiert was. Und es ist gar nicht so die langen Suchpassagen oder die Frustsachen, dass man irgendwas wie bei anderen Point-and-Clicks jetzt nicht so schnell findet oder so. Ich finde es ziemlich cool gemacht. Also mir macht es bis jetzt, ich habe nicht mal eine Ahnung, wie vierte Folge das ist. Dritte? Vierte? Vierte vielleicht? Könnte die vierte sein. Auf jeden Fall machen wir jetzt eine kleine Aufnahmepause. Denn ich weiß gar nicht, wie spät es ist, ob ich noch eine Folge schaffe, denn gleich ist wieder Streamzeit. Und wir machen einfach beim nächsten Mal wieder weiter, liebe Leute. Also bis dann. Tschüss.